Als Mert ausgefallen ist vor einer Woche oder vor etwas über einer Woche, da ging natürlich erstmal hinter den Kulissen das Arbeiten los. Und Max Merten, der Matchmaker, muss natürlich einen Ersatzmann suchen. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch dich mal angerufen haben. Hast du das Angebot bekommen? Aber das war für mich ein klein bisschen so ein Schock. So, oh, ich habe gedacht, dass er den Rückkampf gegen mich will, aber ja, das ist. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier in der wunderschönen Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf im UFD-Gym. Und bei mir sitzt der frühere NFC-Champion im Federgewicht, Jano Ahrens, der am 6. August bei NFC 10 wieder in Aktion sein wird und es mit einem starken Alisher Abdullayev zu tun bekommt. Jano, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast, heute nach einer Sparringseinheit. Ja, morgen früh habe ich Sparring gemacht, gut trainieren, gute Einheit gemacht. Und jetzt locker. Aber kein blaues Auge, nichts ist gut aus. Nee, wir machen gute Sparring. Wir suchen, dass ich die Leute schläge, aber die mich nicht schlägen. Weißt du? So soll es sein, so soll es sein. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Seit dem letzten Kampf von dir gegen Mert haben wir nicht mehr miteinander sprechen können. Und klar, damals kurz nach dem Kampf haben wir gesprochen im Podcast. Da war die Laune natürlich schlecht. Du hast den Titel gerade verloren. Es war ein sehr, sehr frustrierender Kampf auch für dich, denn Mert hat natürlich eine clevere Strategie genutzt. Und ich sag mal, du konntest dadurch nicht wirklich was zeigen. Du konntest nicht zeigen, was du kannst. Jetzt sind ein paar Wochen, ein paar Monate ins Land gegangen. Wie geht's dir jetzt rückblick? Wie schaust du jetzt auf den Kampf? Wie ich so vorne gucke nach meinem nächsten Kampf? Oder erstmal noch auf den letzten, Kampf. Ja, wie Max Holloway immer sagt, this is what it is. Das bekommt das Kampfsport, du kannst verlieren, du kannst gewinnen, du hast einen guten Tag, du hast einen schlechten Tag. Und ja, das Gameplan von Matt war gewonnen. Das war gewonnen, super von ihm. Meine Gameplan war nicht sehr gut. Ich wollte zu vorne kommen und ja, normalerweise, weißt du, wenn so jemand anfängt für zu ringen, musst du nicht so vorne gehen, weil du weißt, dass du laufst in einen Takedown. Und das habe ich gemacht und das war ein klein bisschen, das war mein Fehler im Kampf. Und ich denke, dass es einfach das Beste ist, dass du gelernt von deinen Fehlern. Und ich habe gelernt, ich weiß, wo meine Fehler war und ich habe das gut gesehen. Und nur jetzt, next, on to the next. Weißt du, das muss immer so vorne denken. Natürlich ist das schwer, so eine Niederlage zu haben. Aber ich könnte noch viele Male mehr Gewinn machen. Das ist eine wichtige Einstellung. Ich glaube, das ist das Champions-Mindset, was man haben muss. Aus Niederlagen etwas lernen. Ja. Die sagen ja auch, you win or you learn. Ja. Und ich habe mich gestern mit Islam Dulatov unterhalten, mit dem du ja auch regelmäßig trainierst. Der sagt, du bist seit dieser Niederlage auch öfter hier im UFD-Gym, machst bei mehreren Ringereinheiten mit und ringst wohl auch zu Hause in Holland mehr, oder? Ist das so? Ja, ich mache viele Ringereinheiten mit Kasim Aras in Aachen. Das ist 15 Minuten von meinem Hause. Mache ich immer viel Ringe mit ihm. Er könnte was lernen von meinem Striking und ich könnte etwas lernen von seinen Ringen. Ich trainiere hier am Freitag mit Max Schmidt mit der Ringeinheit, wenn ich das Zeit habe zu kommen. Und ich weiß, ich muss immer an meinen Ringen arbeiten. Das ist etwas, ich bin lang, weißt du, ich habe lange Beine und die Leute sind immer schneller zu unter. Dann, ja, das ist einfach schneller zu unterzuholen. So, ja, bessere Takedown-Defense muss ich machen. Und ja, das ist auch ein klein bisschen, wenn ich den Takedown, eine gute Takedown-Defense könnte machen, dann wäre das ein ganz anderer Kampf. Und ich bin noch immer ein Trainierender an und ich habe viel getrainiert. So, ich denke, das ist schön, am Ringe noch besser und besser werden. So, wir sind gespannt. Wir schienen den nächsten Kampf mal gegen Takedown. Das wäre natürlich total spannend zu sehen. Und tatsächlich kannst du ja in deinem nächsten Kampf zeigen, wie sehr sich die Takedown-Defense oder das Ring insgesamt verbessert hat. Denn am 6.8. Triffst du bei NFC auf Alisher Abdullayev, kommt aus Tadschikistan ursprünglich, lebt seit einigen Jahren in Deutschland, hat lange in Dresden trainiert. Inzwischen ist er, glaube ich, in Berlin. Ich habe seine Karriere von Beginn an mitverfolgen können. Mhm. Ich habe die ersten Kämpfe von ihm auch schon gesehen. Und der ist auch ein sehr, sehr guter Ringer. Also ist ein guter Allrounder, aber vor allen Dingen eine starke Ringerbase. Als der dir angeboten wurde, hast du dich ein bisschen geärgert, dass es schon wieder ein Ringer ist oder fandst du es gut? Nee, das ist gut. Ja. Wenn ich
Ich habe von meinen Fehlern müssen lernen und nun kann ich meine Fehler benutzen, zu lassen sehen, dass ich das Fehler nie mehr könnte machen. So, wenn ich den Namen habe gekriegt, ich habe wie immer, ich sage ja und dann gehe ich den Gegner suchen. Das ist für mich stimmig. Ich will den guten Gegner und ich bin zum Suchen und ich habe gesehen, er ist ein sehr guter Junge, gutes Striking, gute Ringe. Submission Game hat er in zu Hause. Er hat Kondition. Ich glaube, dass der Junge, ja, das wird schon ein 100% eines sehr gutes Fight. Ja, 100%. Was glaubst du, wie der Kampf laufen wird? Ich denke, dass es ein schwerer Kampf wird. Ich denke schon, dass ich ihn vorzeitig zu Ende könnte machen. Aber ein Kampf bleibt ein Kampf. Und wenn ich das nicht vorzeitig zu Ende bringe, wird das gewöhnlich ein Award. Das wird richtig haue, Ringe. Ich denke schön etwas zu Boden oder ich denke, dass es ein All-Around-Fight wird. Und am Ende des Tages denke ich, dass die Zuschauer einen richtig guten Kampf haben gesehen. Das ist, was ich denke, dass es ein Kampf wird und was ich will. Ich will die Fans geben, was sie, wofür die kommen. Spektakuläre Fights und das Beste, hohes Niveau. Und mit Alisher geht das, denke ich, gut kommen. Also ich glaube, das wissen die Zuschauer mittlerweile auch, wenn Jano Ahrens auf der Fightcard steht, dann wird es ein actiongeladener Kampf. Sind wir mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, am 6.8. im Maritim Hotel in Bonn gibt es diesen Kampf. Tickets gibt es noch unter fighting.de/tickets. Und der Hauptkampf, der hieß ja ursprünglich mal Max Koga, den du gut kennst, Hey. gegen Mert Özildirim, den du natürlich auch gut kennst. Die beiden sollten um den Titel kämpfen. Was hast du dir gedacht, als dieser Kampf angekündigt wurde? Ah, cool, ich weiß, dass am Führhand Mert hat der letzte Kampf, wenn er das Gewinn hat gemacht gegen mich, hat er Max ausgefordert. Und ich habe mich sehr gefreut an den Kampf. Ich glaube, ich will sehen, wo beide Leute stehen. Aber ja, wie jedermann weiß, Mert hat sich selbst verletzt und gute Besserung natürlich für dir. Nun hat Max ein anderes Gegner bekommen und ich denke, dass es ein minder schöner Fight wird. Aber auch das würde ich sehen. Ich freue mich, Max zu sehen. Ich freue mich, der Gegner von Max zu sehen. Und ich denke auch schön, dass für die Leute das Augen sowieso der NFC-Card, NFC 10-Card ist gewohnt. Es ist Bummer, sehr krass. Mit Max oder ohne Max ist das eine sehr gute Card. Und auch das Kampf freue ich mich sehr. Ja, er hat einen neuen Gegner, der heißt Zafar Mosen, ist sehr, sehr explosiver Typ, sehr, sehr athletisch, und er ist schwerer als Max Koga. Die haben sich jetzt auf 69 Kilo geeinigt. Was glaubst du, wie dieser Kampf ausgehen wird? Ich denke, dass Max hier vorzeitig zu Ende bringt, sowieso. Ich denke, in Runde 2 oder 3 mit Ground and Pound oder etwas. Er hat etwas gesagt, ich kontrolliere dich, aber ich denke nicht, dass Max ist schwer zu kontrollieren am Boden. So, wenn ich meine Predictions muss machen, geht der Kampf zu Max und dann, ja, er gewinnt das. Das denke ich schön, ja. Als Mert ausgefallen ist vor einer Woche oder vor etwas über einer Woche, da ging natürlich erstmal hinter den Kulissen das Arbeiten los. Und Max Merten, der Matchmaker, muss natürlich einen Ersatzmann suchen. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch dich mal angerufen haben. Hast du das Angebot bekommen? Sie haben mich nie angerufen. Hab ich gar nicht Nee, angerufen. nee, 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 nee. Ich habe das gesehen, dass der Gegner war gewechselt. Ja. Und ich so, oh, ich dachte schon, dass Max gegen mich den Rückgang könnte Ja. machen. Und da habe ich gesehen, dass er andere Gegner hat. Und das war ein klein bisschen so, okay, ja. Aber ich habe noch natürlich ich hab auch im Kampf stehen, dass ich das nicht mache, dass ich sage, okay, Jarno, deine Gegner verfehlt, du kriegst eine andere. Aber das war für mich ein klein bisschen so ein Schock, so, oh. Ich habe gedacht, dass er den Rückkampf gegen mich will, aber ja, ich habe einen guten Gegner und ich freue mich echt richtig an den Kampf. Das wird mit alles schon wird cool. Ja, du warst natürlich schon verplant, vollkommen richtig. Wenn das Angebot aber gekommen wäre, hättest du es angenommen? Oder generell, wenn irgendwann mal diese Frage kommt, Rückkampf Max Koga, das steht ja immer noch so ein bisschen im Raum, ist das was, was du machen würdest? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Und da hole ich ein Virus runter. Gut, jetzt, aber jetzt ist es ja Nur erstmal. muss es nur immer Sympathie bleiben, aber Max ist ein guter Gegner und auch wenn Kampf 2 passiert, ein Kampf bleibt ein Kampf. Wir sehen, was er wert.
was das ist, aber erst einmal 6. August und dann weiter. Ich weiß, dass er erstmal den Titel will. Ich will auch den Titel. Und guck mal, wer gewinnt. Ich muss erstmal 6. August gewinnen. Ich habe einen sehr guten Gegner. So, das wäre ein schwerer Kampf. Und danach, weißt du, dann kämpft Max vielleicht, denke ich, wer gegen Max oder ob er gegen Mert und für den Titel oder. Auch er verletzt sich oder man weiß nicht, wie es das geht passieren. Und das ist für mich auch etwas, das habe ich noch nie im Kopf. Das habe ich nahe 6 August im Kopf. Aber ich stehe ganz offen für ein neues Titelfight, 100%. Das wäre ja dann theoretisch das nächste, was im Raum steht, ne? Also wenn jetzt Ja. der 6. August, du gewinnst mal angenommen, klar, Max und Mert werden sicherlich ihren Titelkampf nachholen. Stand jetzt sieht so aus, als ob die das im Oktober in München machen. Und dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Du hast beide schon gekämpft. Du hast auch gegen beide schon gewonnen. Gegen wen würdest du lieber um den Titel kämpfen, wenn's Max, 100%. Wieso? Und dann natürlich nichts negativ von Merz sein Kampfstil, aber das ist ein klein bisschen, für mich ist das nicht das Kampf, was ich wollte machen. Ich denke schon, dass Max viele Male mehr zu bringen hat, so einen echten Kampf zu machen. Schläge und dann zu Boden gehen und Schläge und wieder zu Boden gehen. Das wäre ein echter Kampf. Und da habe ich gesehen, natürlich war das das Gameplan für meinen letzten Kampf von Matt, zu Boden zu bringen, kontrollieren und das war einfach. Aber bei Koga gibt es das Löcher, weißt du, er gibt dich Space zu arbeiten. Und da freue ich mich schnell drauf, dann ein Kampf mit Matt. Aber wenn Matt den Titel hat, dann heimacht, ich bin wieder da. Ja. sehr gut, ja, da gibt es einen dritten Kampf. Was glaubst du denn, wer, also sollte Max, der muss ja auch erstmal gewinnen, ne? Jetzt am 6. Natürlich. August, der muss ja auch erstmal gewinnen, wenn er diesen Titelkampf haben möchte noch. Aber sollte der gewinnen und es kommt zu diesem Kampf Mert gegen Max Koga, was glaubst du, wer das gewinnen wird? Weil ich sag mal, wenn Mert dieselbe Strategie benutzt wie gegen dich, dann wird es sehr, sehr schwer, den zu schlagen. Ja, aber Max hat, er könnte besser vom Boden aufstehen. Er hat einen besseren Ringer-Background oder Grappling-Background, egal was er hat. Er könnte besser am Boden, könnte er wegkommen. So, ich denke, dass Mert Max nicht so kontrollieren wie mich, sorry. Aber ja, ich denke noch immer, dass Max mehr Allround ist als Mert. Aber Mert ist auch sehr stark am Boden. Er hat mich sehr gut kontrolliert und gar keinen Spaß gehabt. So, 70% Max, 30% Mert. Ja. Jetzt habt ihr hier im UFD-Gym, du hast es ja gerade schon gesagt, du bist regelmäßig hier und wir haben uns auch gerade, bevor die Kameras liefen, schon drüber unterhalten. Du hast gesagt, die besten Kämpfer Europas, teilweise der Welt, sind hier auf der Matte, wenn wir an Roberto Soldic denken, wenn wir an Jaroslav Amosov denken, der gerade hier ist, Bellator-Champion und viele andere. Und drei Leute, die bei NFC 10 auf der Card stehen, die bereiten sich ja auch gerade vor. Du, dann haben wir Mohamed Krabinski, der ja neu hier ist Ja. im Gym. Und wen haben wir noch? Und Islam Islam Bulatov und Hussein. natürlich. Genau, und Hüseyin Kadimagomedov, vier Leute sogar. Gib uns mal Prognosen ab für die vier Jungs aus dem UFD-Gym. Wie gehen die Kämpfe aus? Wir fangen mit deinem Oh. Kampf an. Wenn ich mit den Jungs sparen mag, die sind alle nur jetzt, aber für nur 3 Wochen zu trainieren, die sind alle vorbereitet. Wenn du die Trainierung hier siehst, das ist ein anderes Niveau. Die Leute sind, ich denke, dass hier UFD das beste Gym von nicht von Deutschland ist, aber Europa. Die kommen, das ist eine. Die Jungs werden von so gewachsen und hoch und das werden die besten Kämpfer wir sehen. Und ich habe gesehen, Islam ist richtig an der Arbeit mit seinem Striking. Er hat lange Hände, er hat richtig Power in die Hände, aber unterstützt nicht seinen Ringer. Er könnte richtig gut ringen, oder? Er hat lange Arme, aber er könnte richtig gut ringen. Mo kommt richtig zu vorne. Mo ist nicht, wenn ich mit Mo sparen mag, ich könnte Schläge ab seinen Kopf und er bleibt der Drückhalter. So, er ist auch richtig vorbereitet. Ja, ist natürlich auch ein sehr erfahrener Kämpfer. Und dann haben wir Hussein. Hussein ist auch der Junge ist wild. Weißt du, der ist immer so, der wird immer, wenn wir Sparring haben gemacht und jeder Mal ist so am Boden und wir wird liegen und wir haben keine Lust mehr zu trainieren. Er steht am Boxsack, steht da noch zu Boxen und
Sein Ringer ist 100%, aber sein Striking ist auch sehr gut. So, ich erwarte von alle drei die Jungs, was hier trainieren bei NFC, erwarte ich dasselbe, was ich bei mir erwarte. Totaler Domination. Echt, wir gehen 4-0 für UFD-Gym in NFC 10, 100%. Also da hört ihr es, die Prognose von Jano Ahrens, 4 Kämpfer aus dem UFD-Gym hier in Düsseldorf, 4 Siege, das ist die Vorhersage von Jano Ahrens. Am 6. August gibt es NFC 10 im Maritim Hotel in Bonn. Tickets gibt es noch unter fighting.de/tickets. Und wenn ihr es nicht nach Bonn schafft, dann schaut doch einfach rein bei Fighting auf YouTube. Geht es 18 Uhr los im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Und ab 23 Uhr gibt es die drei Hauptkämpfe der Veranstaltung mit Islam Dulatov, mit Mohamed Grabinski und natürlich mit Max Koga gegen Essa Farmosin live im Free TV auf Sport 1. Das war's von uns. Das letzte Wort gehört wie immer dem Gast. Falls du noch jemanden grüßen möchtest, Sponsoren danken, dann bitte in die Kamera. Allen meine Nederlandse Fans, jullie weten hoe laat het is. 6 augustus, hou het daar. Vielen, vielen Dank, Matthias. Danke.